fangen wieder an. Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu War for the Overworld. Genau so hieß das Game. Ich hab voll verpeilt. Okay, die Mission machen wir auf jeden Fall noch fertig hier im Stream. Und dann gucken wir mal, dann werden wir wahrscheinlich ein anderes Spiel spielen, mal schauen. Ich bin aber auch dafür, irgendwann mal einen Stream zu machen, der nur auf ein Spiel abzielt. Und das dann den ganzen Stream über durchzuziehen, müssen wir mal gucken. Wo ich dann auch auf gar keinen Fall wechseln werde, irgendwas. Die vorherige Mission hieß, nicht Bresche, Bresche war die davor. Ich weiß es gerade nicht. Wie hießen die davor? Das habe ich auch schon verpeilt, Mensch. Wieso habe ich zu wenig Mana? Ach, wegen dem blöden Imp wahrscheinlich. Okay, wir sollen alle Gateways zerstören. Wo sind denn noch welche? Da nicht. Da nicht. Hier oben wahrscheinlich irgendwo. Das ist eigentlich auch ganz cool, denn hier sind noch Gateways, definitiv. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen unbedingt heilen. Oh, wir müssen unbedingt heilen. Oh, wie die Schweine alle meine Minions töten. Ja, okay, nein, wir müssen uns zurückziehen, Leute. Zieht euch zurück, ganz schnell. Wie die sie echt alle erledigen. Und ich kann die nicht retten. Das müssen meine Imps, glaube ich, machen. Ja, ist natürlich nicht so gut. Der ist fit. Der ist jetzt immer noch nicht fit. Dammit, dammit, ich habe keinen Mana. Okay, wir müssen die Anzahl der Imps reduzieren. Auch wenn die jetzt schon nicht richtig arbeiten wollen. Komm, tötet den und haut ab. Haut doch ab. Rettet eure Leute. Rettet eure Freunde, Mensch. Ja, okay, die werden wahrscheinlich das noch zerstören. Das ist ja auch noch okay. Ihr könnt sie machen. Vor allem den will ich zerstört sehen eigentlich. Was? Burger abzustauben? Oh, ich will auch Burger haben. Geil, wie viel geil wäre jetzt Burger, ne? Wir brauchen echt mehr Minions. Das geht so nicht weiter. Hier können wir noch ein bisschen erweitern für normale Minions, aber ich brauche irgendwas für... Oh, hier oben kommen sie schon wieder. Also jetzt wird es langsam ein bisschen drängend. Meine Leute müssen sich erholen und können es einfach nicht, weil sie nicht die Zeit dafür bekommen. Ah, damn. Wo finde ich meine Imps? Wahrscheinlich unter Einheiten, oder? Ja. So, ich will auf 10 Imps reduzieren. Können wir die alle hier reinschmeißen? Ich will Meat. Oh, damn. Wie kann ich die töten? Irgendwie muss ich doch töten können. Okay, da müssen wir uns einfach ein paar suchen und die zerspratzen lassen. Denn aus irgendeinem Grund haben wir gerade nicht so viel Mana und vor allem aber auch nicht so viel Ersatzteile, komischerweise. Der ist tot. Haben wir sonst noch irgendeinen, der nervt? Nein. Okay. Das läuft schon, das läuft schon. Das kriegen wir noch hin. Wo kommen die denn überall her? Uns fehlen noch 4. 4 von diesen Spawning-Schreinen. Ich würde so gerne meine Leute schon wieder losschicken, ne? Aber das wäre ein großer Fehler. Da ist einer down. Mit Blitzen kann ich ja ein bisschen was machen, aber leider nicht genug, fürchte ich. Und hier wird auch nichts mehr hingeliefert. Und ich verstehe nicht, warum. Weil wir nicht genug Teile haben. Also ich verstehe es schon, aber ich frage mich, warum wir so wenig Teile haben. Die Tür ist irgendwie immer offen. Das verstehe ich auch nicht. Mach die doch zu, Mann. Oh, hier kommen wieder eine ganze Menge Einheiten. Und die graben sich wieder rein, ne? Oh, damit arbeiten die. We eat stone sandwiches for breakfast, lunch and dinner. Bring this lummox down. Nein, das werdet ihr nicht tun. Kann ich das Ding zerstören? Kann ich nicht. Damn it! Ja, die Kreaturen sind leider gerade ein bisschen fertig. Das ist nicht so gut. Ich brauche die Kreaturen, die nicht hinüber sind. Ich muss sie daran hindern, das zu basteln.
Ah, komm schon. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen mehr Mana, das heißt, ich kann ein bisschen mehr heilen, nämlich einmal mehr. Oh, Subway, wie gemein Paint. Jetzt hab ich auch voll Bock auf Subway. Oh, unsere Leute sind immer wieder fit. Auch wenn wir ein paar verloren haben, leider, aber das läuft hier. Oh, Scheibenkleister, seht euch an, wie weh das tut. Okay, jetzt müssen wir sofort wieder aufbauen. So. Okay, und meine Leute werden jetzt aber weiter angreifen. Aber voll drauf. Ich glaube, den haben wir sogar erledigt. Gibt's hier noch so einen Schrein? Ich will natürlich die Schreine auch alle fertig kaputt hauen. Einfach, weil ich das Bonusziel Ziel schaffen will. Das ist lustig. Ach, das ist der Satz Erde. Okay, ich dachte schon so, was? Was war das denn für ein M? Oh, sind natürlich schon wieder hier, ne? Das ist unglaublich. Die! Die lassen mir halt auch echt keine Ruhe. Und zerstören gerade die Tür. Geht halt rein, ihr Schweine. Und ich mache bei einem Stufe 3er nicht mehr so viel Schaden wie sonst. Bisschen gemein. Ja, schießt kaputt. So, hier oben gehen sie wieder ran. Ist mir egal, wir gehen jetzt da durch. Wir rennen jetzt hier durch und machen alles kaputt. Das ist kaputt. Viel Schreine können sie nicht mehr haben. Und wir können hier einfach rein. Wir schlagen uns jetzt den Weg hier durch. Durch das Fallgatter. Ja, hier sind noch mehr Spawning-Schreine. Okay, wenn wir da drin sind, dann müssen wir richtig schön abkloppen alles. Und richtig schön alles kaputt säbeln. Aber ohne Ende. Und das Dumme ist, man kann sie halt auch nicht selber konzentrieren, sondern selber kontrollieren, dass sie auch das machen, was man will, sondern sie machen halt das, was sie wollen. Ja, komm. Zerstört das Ding. Zerstört alle. Alle Schreine. Oh nein, jetzt wird's eklig. Das wird fies, aber hoffentlich haben wir genug Oculus dabei, die zu Dings machen. Die zu Vegetables machen. Wahrscheinlich ist das hier sogar wörtlich gemeint, das ist im Spiel öfter mal so. So schnell wieder erlangst. Okay, danke. Nein, wir gehen sicher nicht zum Subway. Das ist viel zu teuer. Ja, Maryland, hast du schon was gegessen? Avocado? Oder nee, Kiwi. Kiwis. Oh, geil. Kiwis sind natürlich auch lecker. Vor allem die Vögel. Oh. Nein, natürlich die Frucht. Sie ist ja schon fertig, Paint. Ist doch nicht mehr dran, Mensch. Okay, zerstöre Gateways. Achso, 0 von 7 verbleibenden. Okay, jetzt haben wir alle zerstört. Und jetzt? Was muss ich eigentlich machen? Ach, ich muss nur warten, bis das Ritual fertig ist. Okay. Gut, dann können wir sie ja angreifen lassen danach. Dann haben wir es ja im Grunde geschafft. Wenn ich jetzt hier alles leer gefegt habe, dann ist ja eigentlich vorbei. Oh, natürlich kommen die jetzt in meinen Dungeon. Ne? Und tot. Ich will mal aufhören, meine Mauern kaputt zu machen. Die sind teuer. Die kosten mich 1000 pro Stück. Ah, hier haben sie natürlich auch wieder eine kaputt gemacht, die Schweinebärchens. Da muss Erde hin. Da müssen wir noch eine Falle hin. Nämlich so eine und so eine. Wartet mal. Ne, wir können jetzt eigentlich das auflösen, denn es ist ja alles clear. Ich weiß nicht, wo sie herkommen sollen. Sonst. Außer aus diesen Schreinen. Das heißt, wir können sie jetzt alle zerhacken. Ja, sehr gut. Die Imps sind schon dabei, hier alles zu claimen. Awesome. Genau so will ich das haben. Und wir könnten jetzt eigentlich auch noch ein paar Beasts hier hin machen. Hier auch noch ein Beast Lair hin. Und dafür können wir das hier noch kaputt machen lassen. Mach kaputt. Kaputt. Machen wir da alles Beast Lair. Hier können wir noch ein Futterdings hin machen. So ein Micro Piglet Slaughter Pen. Warum ist das hier auch noch Beast Lair? Ist ja komisch. Ne, das will ich verkaufen. Aber die Brücke nicht. Okay. Cool. Ja, dann haben wir das hier auch schon fast geschafft. Sehr gut. Müssen wir so noch gucken, dass das Ritual fertig wird. Ich weiß aber nicht, wie wir das beschleunigen können.
Mit Okkultisten vielleicht? Time to pay your minions, mit Dings meine ich, mit Kultisten? For all their hard work. Mhm. Die Übersetzung ist absolut grauenvoll, also das ist definitiv Google-Übersetzer gewesen. Könntest du bitte... Nein, du sollst kanalisieren? Okay. Kann ich nicht. Ha. Huh. Keine Ahnung, wie ich das jetzt machen kann. Wie ich das schneller machen kann, vor allem. Bisschen schade. Kann ich das Falker dazu machen? Ah, cool. Cool. Okay. Schade, dass man die selbst zu auf und zu machen muss. Weil ich hätte es eigentlich lieber, dass meine Minions das können. Und dann nur, wenn sie durchgehen, das auch geöffnet wird. Das wäre um einiges schöner eigentlich. Hm. Aber jetzt können wir auch endlich mal wieder Teile produzieren. Aus irgendeinem Grund macht das dieser Schrein ja nicht. Wo auch immer er ist. Haben wir denn schon maximale Minions? Es war nämlich ziemlich knapp eben. Wenn die nicht schon wieder, wiederhergestellt worden wären, dann wäre ein Problem da gewesen. Ah, seht ihr, Kultisten helfen da doch mit. Sehr cool. Okay, cool. Hier haben wir noch... Ah, Workaholic, oder? Ist das eine Workaholic Potion? Ja. Und zwar... Mach mal. Viel Spaß dabei. Ah, guck, wie schnell der ist auf einmal. Wie der mit dem Kopf da drauf haut, Mensch. Der gibt ja richtig Gas. Sehr gut, da haben wir genug Teile für die Fallen, denke ich mal, jetzt gerade produziert. Ja, und hier sollten wir vielleicht nochmal eine Workaholic Potion holen. Jetzt habe ich nicht genug Gold für Turbo Frost? Das kann ja wohl nicht sein. Ich habe wahrscheinlich noch nicht genug Platz dafür. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, cool, unsere Kultisten channeln wie Schwein. Wir speichern nochmal. Bowle, oh Gott. Melonenbowle mit ganzen Früchten? Was? Haust einfach so eine volle Melone in die Bowle rein. Das ist natürlich auch geil. Hallo Becky, schön, dass du da bist. Und hallo X-Haney. Okay, X-H-Ani oder Ane oder keine Ahnung, wie auch immer. Schön, dass ihr da seid. wo denn? Kommen jetzt noch mehr Zwerge? Echt? Ich habe doch die ganzen Portale zerstört. Wo sollen die denn herkommen? Oder spawnen die einfach hier? Das wäre natürlich auch gemein. Ich hätte gerne mehr Fallen. Gib mir mehr Fallen. Und ich hätte gerne hier nochmal... Oh, dann. Yay, Ritual fertig. Okay. Ich würde sagen, das aktivieren wir mal und gucken mal. There's a bit of blowback when this ritual activates. Oh nein. Was zur Hölle? Warum Nachteil? Blowback? Was? Well done, Underlord. Ja, jetzt labert er nicht mehr so viel und ich habe ein Achievement bekommen. Cool. Was war das für ein Achievement? The Rear Guard. Okay, Complete Level 5. Cool. Wir haben wieder relativ lange dafür gebraucht. Diesmal mache ich aber mal eine kurze Folge draus. Denn wir wollen sicher noch ein anderes Spiel sehen. Und ja, die Zwerge waren dreckig. Die können die blöden Wälle einreißen. Das finde ich nicht so nett. Wir haben ganz viele Bauwerke herbeigerufen, 144 Raumfelder nur gebaut. Diesmal war es auch nicht so viel nötig, weil es war ja schon alles ziemlich gut vorhanden. Das fand ich sehr gut. Ganz viele vereinnahmte Felder, aber immer noch relativ wenig. Aber wir haben einen Bosheitswert, der den von vorher übersteigt. Ich frage mich warum. Wegen mehr Zaubern? Mehr Klapse? Wir haben mehr in die Klapse gebracht. Wir haben mehr Gold abgebaut. Um 13.000 rum. Ja, wir haben mehr Einheiten wahrscheinlich ausgelöscht und Verteidigungseinrichtungen. Okay, daran mag es gelegen haben. Gut. Aber wie die Kampagne weitergeht, wo auch... Ach, guck mal, jetzt sind wir in dem Reich dieses Vulkans. Ah, okay, wir springen irgendwie so ein bisschen hin und her und wahrscheinlich geht es dann hier oben rum zum Ende der Kampagne. Coole Sache. Ich bin gespannt, aber wie es weitergeht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Let's Play War for the Overworld im Stream. Bis dann, Leute. Tschüss.